Und jetzt hat mein Tetranodon-Jagdhorn. Hat jetzt 210 Angriff, weil ich es verbessern konnte. Das ist, glaube ich, meine stärkste Waffe, so vom blanken Rohschaden her. Ich glaube zwar, dass das Nagakuga-Horn noch ein Stückchen besser ist, wegen 160 Roh plus 40 Affinität. Mal gucken, wo ich die dann kriege. So. Muss ich bestimmt wieder irgendwelche Knochenhaufen und durchsuchen. Was hast du jetzt für eine Quest? Oh ne, es war Sandora. Ich lese immer nur SA und dann denke ich immer gleich. Du weißt doch, es sind alles Zazas. Ja, wegen. Das ist halt das Doofe, weil er heißt ja Sandoragon und du heißt ja Sasandora. Das ist dieses Dora habt ihr zusammen und das SA. Das SA Dora. Aber Mina sieht ja selbst Shadow als einen Zaza. Oh, das ist einfach. Ne? Hack doch nicht auf Mina rum, der Arme. Ich hasse dich. Oh. Du machst mich langsam echt unbeliebt. Ich hasse mich auch. Das ist gut. Leute. Dann sind wir schon mal zu zweit. Ey, wer hackt so immer auf der Arme sein Mina rum? Ihr hackt doch oft genug zurück. Nee, ich bin immer voll lieb und nett. Oh, doch. Irgendwie mochte ich mehr, ist auch wo du ganz nicht cool, gesprochen ne? hast. Da kann ich mir das. Lol. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das mit Gleve auch voll krass ist. Es gibt jetzt schon beim Jagdhorn zum Beispiel, bei Randale Slots, den Slot Meisterreiter, erhöht den durch Wyvern-Reiten erzeugten Schaden und erhöht die Wyvern-Rittzeit. Ich wüsste gerne, wie hier. Da ich ja noch nicht alles sehe, ich muss ja erst noch das letzte Ding abschließen, habe ich noch. Letzte Reihe ist ja noch Fragezeichen. Ich würde auch gerne mal wissen, was die Randale Energieklinge so alles auf Lager hat. Ja, ich meine jetzt an sich Randale Fähigkeiten. Ich habe jetzt bei der Nagakuga Horn jetzt geguckt und da gibt es den Effekt Meister Reiter. Und das stelle ich mir halt wirklich interessant vor mit der Gleve, weil ich ja, so wie ich die ja spiele, die ganze Zeit diese Luftattacken mache und damit mache ich ja permanent Mounting Damage. Und hier steht ja, erhöht den durch Wyvern-Reiten erzeugten Schaden erhöht man dann noch so. Das ist dann eher gemeint, dass wenn ich gerade das Monster reite, dann den Schaden, den das Monster macht, ist dann erhöht. Aber die Wyvern-Zeit ist auch erhöht, also die Reitzeit ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Also ich könnte mir zum Beispiel komplett auch freiwillig aussuchen, ob das jetzt eine Aufprallfiole oder eine Elementfiole wird. Und na gut, man kann jedes Element draufhauen, aber das hattet ihr vorhin gesagt, das ist jetzt nicht so besonders. Na, kommt drauf an, ne? Also wenn man nachher wieder so ein Set wie bei World mit dem Schild und Schwert bauen kann. Oh. Also du kannst hier wirklich jedes einzelne Element oder auch Anomalie draufhauen. Du kannst ja selbst diesen Nicht-Element-Boost darauf setzen, wenn du möchtest. Ich kann die Schärfe erhöhen. Also Schärfe ist auch wieder drin. Affinitätsbonus, Elementbonus, Angriffsbonus. All die schönen Standardsachen. Jetzt kann man hier Magna Malo Seele noch draufballern auf die Magna Malo Waffe. Ja, die habe ich schon drauf gehauen. Ist ja auch interessant, ne, dass die Waffen dann noch meistens so was extra haben. Besonders wenn du es mit der Rüstung zusammen dann hast und dann noch selber diese Kugel überall hinlegst. Könnte ich jetzt eigentlich wieder Magna Malo machen? Auf High Rank? Ich bräuchte den auf jeden Fall noch. Können wir machen, ja, dann würde ich. Also das, ja, du bist auch hier Rang 7. Da gibt's Magna Malo auch im High Rank. Den möchte ich mal machen. Ich mach das jetzt einfach, ich sammle nachher wieder Sachen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir die Randale-Waffe jetzt weiter verbessere, aber ich mach's jetzt einfach. Oh mein Controller lässt noch.
Und wenn wir überlegen, das ist ja jetzt alles nur High-Rank-Ausrüstung. Ich will nicht wissen, was da im G-Rank, damit da alles auf uns zukommt. Na. Damals im World hat ja auch mehr als genug erst noch gefehlt, ne? Die meisten Sachen kamen ja auch erst in Iceborne dazu. Das ist richtig. Das Doof ist bloß halt, dass der G-Rank ja noch dauern wird und man noch gar nicht wirklich weiß, ob der kommt. Weil nicht, dass sie wirklich nachher, was weiß ich, das wäre zwar ziemlich dämlich, aber nicht, dass sie wirklich nachher ihre Ressourcen irgendwie reinstecken und sagen, nee, wir haben jetzt aus Rise gelernt, wir machen ein neues Spiel und da ist dann der G-Rank drin, hat aber nichts mehr mit Rise zu tun. Ja, ich glaube, da würden sie wahrscheinlich eher das vom anderen Team erstmal wieder ein Konsolenspiel kommen, bevor hier ein neues Rise kommt. Ja. Deswegen bin ich da immer vorsichtig, ich weiß es halt nicht, weil mich hat das schon damals mit World so ein bisschen, auch wenn sie es dann gemacht haben, aber das hat mich schon ein bisschen unsicher gemacht, dass sie damals meinten, hey, wir haben nie was vom G-Rank gesagt. Und dann kam da erstmal Iceborne und dann, ja, ist halt Iceborne. Ich glaube, das haben sie wahrscheinlich bei keinem Teil jeweils vom G-Rank geredet. Es gab bisher immer einen G-Rank. Ja, und wenn man jetzt so guckt, Rise, ne, so rein vom Hype her und so und von der Interesse her, ist ja auch schon krass, ne, also... Es wäre schon dämlich, ja, eigentlich kein G-Rank davon zu machen, weil... Sagen wir so, Rise hat jetzt, ist jetzt ne, durch World jetzt wirklich so in die Gänge gekommen. Ich glaube, wenn World nicht gegeben hätte, wäre das jetzt auch nicht so groß. Also, da stimmt auf jeden Fall. Vorher war World ja eher immer Monster hatte ja immer so einen geheimen Nischentitel, ne? Hatte zwar eine etwas große Fanbase, aber... Meistens mehr aus Japan und weniger halt im Westen. Und das hat sich halt mit World komplett geändert, weil die es ja dann da wieder auf PS4 und so gebracht haben. Was halt für die vorteilhaft war. So, und immer zwischendurch wieder neue Talismane schmelzen lassen hier. In der Hoffnung, dass doch mal was Besseres rauskommt. Ich gucke gerade nach Katzen halt. Nach Sammlerkatzen. Ich glaube, ich habe seitdem die eine Aufgabe war, wo man 15 holen sollte, habe ich da nie wieder was Neues gesucht. War so ein bisschen im Trainingslager rumspielen. Ja. Hat jetzt richtig Bock ins Trainingslager zu gehen. Hey, das ist mal ein Trainingslager, dass man sogar Multiplayer nutzen kann. Das ist richtig. Eigentlich ist das mega cool, ne? So ein paar Zeug. Glaube ich, die besseren Fähigkeiten, ne? Ja, hier mit der Krafttrommel ist schon cooler.
Mal gucken, mal noch ein bisschen gucken, was die Arsosi zugefügt hat. An Honig, an Donnerkäfern und Splitterfischen. Wünsche mir Glück, muss jetzt eine Nacht für einen Edelstein farmen für mein Huntinghorn-Bild. Viel Spaß, Sando. Ich verstehe gar nicht, warum du auch Jagdhorn spielst plötzlich. Gibt es da einen Streamer oder YouTuber, der dich da begeistert hat für? Ja, das war nicht du. Achso. Fangen morgen auch mit dem Jagdhorn an. Da gab's auch so ein. Der hat mich sehr begeistert. Ach so. Ich fühle immer ein bisschen komischen Leuten. Deswegen ist es ab und zu echt anstrengend, dem da zuzugucken. Ja, verstehe ich. Ich finde den auch mega anstrengend. Na, das ist gut. Also, wo Sandro schrieb, ich hatte in der Demo Spaß daran, aber ist halt nur meine dritte Waffe. Also mein drittes Bild, was ich jetzt mache. Ah, okay. Also... keiner ist daran dann beteiligt. Schade ein bisschen, aber gut. Das ist halt so, ne? Oh. Aber mein Haus. Nee, ist halt so. Man merkt schon, wenn man unbeliebt wird. Das ist gut, das ist nett. Komm, du hattest heute so viele Zuschauer, ne? Ich weiß, das war auch nur ein Witz, Mann. Genau. Als wenn ich das ernst meine. Ja. Ja. Natürlich. Bitte. Hui. Hui. So, jetzt ist nur die Frage. Habt ihr überhaupt irgendwelche Nebenaufgaben im Nachhinein noch? Also nachdem man die letzte Dringende gemacht hat? Ich weiß es nicht. Weil ich habe keine Nebenaufgaben mehr. Ja, ich habe nur noch das Gargoyle-Eier als Anfrage. Das habe ich ja immer noch nicht fertig gemacht, weil ich aber das Pech hatte, dass ich nur Goldeier bekommen habe. Was für ein Pech. Naja, quasi dieses Pech. In Anführungszeichen Pech. Das Pech hättest du gerne bei Rathalos gehabt, ne? Ich habe auch keinen Gargoyle-Ausbruch hier. Aber die Gargoyles sind eigentlich so gut wie immer am Fluss unterwegs. Ich bin mal kurz AFK. Du brauchst ja nicht unbedingt einen Ausbruch für. Ach so. Ja, hier offline habe ich Gargoyle-Ausbruch. Mach ich mal schnell. Und dann... können wir sonst ein bisschen Sachen, Monster farmen oder so? Oh, man mag Normalo machen, vielleicht auch schon mal ein, zwei Quests schon mal aberledigen für die. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Dann können wir warten, bis Mina gleich wieder da ist. Und dann mal schauen. Mal gucken, was es überhaupt gibt. Magna Malo ist doch schon mal eine von den Quests. Passt doch schon mal. Das stimmt. So, wie mache ich das jetzt mit den Gargoyles? Wenn ich jetzt eins haue, lässt das zwar ein Ei fallen, aber die anderen sind dann erschrocken, oder nicht? Ja, aber irgendwann respawnen die ja auch wieder. Ach so. Und wenn du das eine Ei transportiert hast, wie gesagt, du musst nicht nur in einer Zone gucken. Die sind wirklich fast den ganzen Fluss lang. Ah, okay. Das heißt, du kannst ja fast bis 13 hochgehen.
Je nach Ausbruch findest du halt mehr oder weniger. Aber je weiter es weg ist, desto länger ist die Strecke zurück dann, ne? Richtig. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt wo ich diesen Questschalter sehe, krieg ich so richtig Bock auf Rayang. Können wir auch machen. Also ich finde den hier nicht so schlimm. Wir haben den ja heute gemacht mit Kisa. Ich weiß nicht, ob es an den Spielern lag. Also Kisai, Pfaff, Shadow und ich. Der wird übelst verprügelt. Der ist nur hin und her gefallen. Der war so mega verbuggt. Also nicht verbuggt, aber keine Ahnung. Vielleicht hat er auch zu viel Damage bekommen. Der hat ständig ins goldene Fell gewechselt. Ist umgefallen, war wieder normal. Ist aufgestanden, goldenes Fell. Umgefallen, wieder normales Fell. Es ging die ganze Zeit so. Ich muss aber auch davon ausgehen, dass unsere Waffen noch nicht ganz so stark sind, ne? Das waren ja meine auch zu dem Zeitpunkt nicht. Wahrscheinlich nur von Kisai. Bei Shadows, bei Pfaff weiß ich es jetzt nicht. Shadows und meine auf jeden Fall, die waren nicht. Ich glaube, wir haben nicht gefarmt. Aber ja, kann sein, dass Kisais Waffe so schon mega OP war und deswegen. Aber bei Rayang kann ich ja leider noch nicht reinschauen, was ich überhaupt für Schwäche habe. Aber bei Eis, ne? Eis, ja. Das ist eigentlich immer, also eigentlich ist das bei den Monstern bisher immer dasselbe geblieben, wenn du die schon kanntest. Mhm. Was haben sie schon ein paar Energieträne eingesammelt? So 26 Stück oder so. Waffe ist noch nicht perfekt, aber sie ist schon mal ein bisschen besser als vorher. Bei dem müsste ich ja doch mal einen Highway-Fahrer machen. Große Sotschina zweimal gegen den Kopf gehauen, also mit diesem mit meiner Silk Bind, also mit diesen Binderkäfern da die Attacke gemacht und war es schon, also es ist halt Low Rank, ne? Ja. Dann war es schon fast tot. Dann habe ich noch eine Combo gemacht, wo ich ja alle Buffs gleichzeitig verteile, war es tot. Okay. Also irgendwie ist irgendwie low, ne? Na, irgendwie ist High, also ich weiß nicht, ich hab das immer nur das Gefühl gehabt, dass es beim G-Rank so stark ist. Mit G-Rank Sachen Low-Rank-Viecher machen. Ging eigentlich immer so schnell, dass es jetzt aber auch mit den Viechern so schnell geht. Mit High-Rank nur Equip. Strange. Ich habe ja keine Minute gebraucht gerade. So, da ist wieder ein Gargwa. Jetzt hoffen, dass es wieder ein Ei fallen lässt. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist glaube ich auch der Vorteil, wenn du es mit mehreren machst, wenn man wenn sie gleichzeitig erschrecken können, ne? Wenn, wenn man sich aufteilt, wenn dann eigentlich wieder so zwei Aquas sind, jeder nimmt sich eins vor. Naja, jeder schlägt dann gleichzeitig drauf und dann hat man ja drei Drops quasi. Naja. Gehört halt dazu, wenn ich das fertig habe, kann ich wenigstens die anderen Sachen machen. Gottharak ist ja auch Waffe. So, Sando sagt gerade, Martag, soll ich dir mein Huntinghorn-Bild sagen? Vielleicht willst du es ja auch. Kannst du machen, ja? Vielleicht mal gucken, was du für Skills drin hast. Ob ich die auch möchte, ob das zu meinem Spielstil passt oder ob ich das später nochmal abändere. Das muss ich ja dann für mich entscheiden, aber vielleicht hast du es ja genauso, wie ich mir das auch vorstellen würde.
Ich habe mich bloß jetzt selber noch nicht damit auseinandergesetzt, was gibt es so an Rüstungsteile für Effekte, die ich auch wirklich gebrauchen kann. Da werde ich noch sehr viel Zeit verbringen müssen, weil ihr habt ja wenigstens noch den World-Vorteil. Ich kenne mich da ja so gut wie gar nicht aus. Ja, das stimmt. Nur habe ich aber auch mit Hunting Horn keinen Plan, ne? Ich glaube, da müsste ich auch selber erstmal gucken. So, hab's gefunden, bin fertig. Yeah. So, erstmal die Skills. Ja, muss mal gucken, nicht, dass der Bot dich nachher timeoutet aus Versehen, wenn du zu viel schreibst. Was ist so, vielleicht versuchst du nicht alles in eine Nachricht zu ballern, sondern ein bisschen gestaffelt. Aber Ibushi brauche ich auch noch ein paar Mal. Mal gucken, vielleicht machen wir davon auch nochmal eine Randale. So, sie wollte die Kakao-Eier. Mir fehlt ja immer noch das dämliche Horn von Ibushi. Beziehungsweise, ich weiß ja noch nicht mal, was da kommt von der anderen Form da. Von dem weiblichen Vieh. Hm. Danke, Martox. Ich habe Meister Hamon das Ei gegeben, das du mir gebracht hast, und er hat sich ziemlich gefreut. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber er hat tatsächlich einen Eihammer gebaut. Einen Eierhammer. Scheinbar hatte man die Idee in einer anderen Region zuerst. Schade. Ist also wohl doch nicht so neu und originell, wie ich gedacht. Kaum zu glauben, dass noch jemand diese irre Idee gehabt hat. Na, wenn du einen willst, weißt du jetzt immerhin, wo du ihn bekommst. Also, jetzt habe ich auch alle Anfragen erledigt. Ja. So, und jetzt wäre das nächste, was jetzt noch offen wäre, neben dem Equipment und so, einfach nur alle Quests noch machen, ne? Ja. Das werde ich auch mit, da werde ich auch mitmachen. Und natürlich hier Notizen und sowas sammeln könnte man auch noch. Das ist ja eigentlich in der Arena so. Da muss ich ja auch irgendwann mal ran. Habe ich ja sonst immer geliehen. Indem ich in Arena auf S-Rang, ne? Ja. Ich habe das ja mit Mina probiert und da haben wir nur irgendwie A-Rang bekommen. Ja, aber bei mir ist der Versuch gleich A-Rang. Also das ist ja auch, ne? Ich sehe jetzt 4 Arena-Dinger bisher. So, Lavahöhlenbotschaft 5. Dieses Phänomen kann sich schlichtweg nicht selbst tragen. Ich vermute, es ist das Werk von jemand oder etwas. Und Randale 10. Heute trage ich diese Bürde mit Freunden. Ja, mit Freuden. Ich werde dieses Dorf und seine Bewohner in eine Zuflucht vor der Randale führen. Ich glaube, die 10. Botschaft hier, beziehungsweise die Randale-Botschaft, wäre zu meiner Vermutung, ist bestimmt die Geschichte von Fogen oder so. Der 10. Randale? Ich habe ja nicht jetzt speziell die 10. Randale. Nein, ich habe ja alle Botschaften jetzt in der Zwischenzeit gesammelt. Na, weil die 10. sagt halt, heute trage ich diese Bürde mit Freuden. Ich werde dieses Dorf und seine Bewohner eine Zuflucht vor der Randale führen. Hört sich halt so an, als wenn das die Erlebnisse von ihm halt sind. Und bei ich habe mir die ganzen Texte noch gar nicht im Ganzen durchgelesen. Das müsste man mal wirklich chronologisch einmal durchgehen. Wollte ich auch gerade sagen, das lohnt sich halt, wenn du alles hast, dass man alles nach und nach sich nochmal durchliest. So, jetzt gucken wir kurz die Skills. Angriffsbonus 7, kritischer Blick 7, Betäubungswiderstand 3, schnelles Schärfen 3. Gegenschlag 3, Amulett, Lähmer 2, Tornmaestro und Unverwundbarkeit 1. Aber falls du zwischendurch nochmal eine Auszeit brauchst, können wir gerne mal eine Erkundung machen und noch ein paar Notizen sammeln. Ein paar habe ich mir ja noch gemerkt.
Ja, das können wir mal machen, das ist kein Problem, das geht auf jeden Fall. Ne, falls mal hier zwischendurch eine kleine Ruhepause brauchen von den ganzen bösen Monstern. Ja, genau. So, bei Sandro, bei Sandora Skills. Die Frage ist jetzt bloß, mit Naga Kugahorn hat man 80% Affinität, das ist ja auch okay. Die Frage wäre jetzt für mich bloß, brauche ich Betäubungswiderstand? Kann man da nichts Besseres finden, sag ich mal? Also der Rest klingt ja okay, so Angriffsbonus ist krass auf 7, kritischer Blick auch. Schnelles Schärfen mag ich auch eigentlich ganz gerne. So, bei Gegenschlag weiß ich gerade nicht, was damit gemeint ist. So, Lähmer auf jeden Fall auf 2. Muss man jetzt schauen, ich weiß nicht, Betäubungswiderstand, braucht man das? Das Einzige, wo ich ja betäubt werde, oder bisher wurde, war bei Zinogre, wenn der mich mehrmals geschlagen hat, und das will man ja vermeiden. Bei Gegenschlag das Ding, wo du einen Bonus kriegst, wenn die Monster in Rage sind? Das weiß ich eben nicht. Ich kann ja mal meine Schmelztiegel-Sachen abholen. Was habe ich denn bekommen? Eiswiderstand, Lähmer auf 2. Lähmungswiderstand, windsicher, Erholung hoch. Ach hier, Gegenschlag, ich hab's. Ich hab den Bild von einem YouTuber, ich glaube, das kann man austauschen, also Widerstand. Ja, das wäre das, was ich austauschen würde persönlich. Weil ich das für mich jetzt unnötig finde, weil ich gemerkt habe, ich werde nur betäubt bei Monstern, bei denen ich wirklich zu oft Damage kassiere, was ich ja eigentlich verhindern will. Also ich will jetzt nicht gleich auf Builds von anderen gehen, ich will erstmal selber rumexperimentieren, wenn es danach geht. Ja, das kommt sowieso dazu. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was Gegenschlag war. Ich habe ja so ein Talisman gerade bekommen. So, Gegenschlag war hier unten. So, was macht denn der? So, der macht das und das. Und das und das und das. Das und das und das und das. Erhöht vorübergehend die Angriffskraft, nachdem du abgeworfen wurdest. Nee, ich wurde gar nicht abgeworfen. Aufs Blöden. Okay. Was das bringen? Frage ich mich auch gerade. Hilft nur, wenn du geritten hast, oder was? Liest sich so, ja. Und dann zählt es dann auch, wenn du dann erfolgreich abgeworfen wurdest, oder nur wirklich, wenn du da versagt hast? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Steht da ja nicht mehr drin. Oh, der Niederring. Talisman kann man auch austauschen. Ja, richtig. Da, ich guck mal auf jeden Fall. Ich werde das auf jeden Fall merken, was du mir geschickt hast da. Ich sag mal so, Talisman ist wieder so eine Zufallssache, ob man einen guten kriegt oder nicht, ne? Ja. Ich werde auf jeden Fall, das ist so mein Ziel, damit ihr schon mal einen Plan habt, wenn ich Monster Hunter Rise halt zocke, für die Leute hier, die immer zuschauen. Mein Ziel wäre jetzt, dass wir dann erstmal die nächsten Tage, wenn ich dann spiele, das Jagdhorn so, ne, erstmal alle Jagdhörner, die ich haben möchte, baue. Danach gehen wir dann das Set, dass wir uns das Set suchen. Nebenbei würde ich sagen, machen wir auch, damit es nicht nur ins Farming ausartet, noch die Quests auf der in der Halle hier, dass wir da auch alle Quests nach einer Zeit haben. Das wäre so mein Ziel. Und wenn wir das alles haben, wenn ich mein Hornset fertig habe, alle Quests erledigt sind in der Halle, dann würde ich mal bei der Glewe reinschauen, weil dann haben wir auch alle Wechselkünste, auch von der Glewe, weil wir alle Quests gemacht haben. Ich glaube, ich werde mir noch den Zwischenschritt einbauen, dass ich irgendwann mal alle Rüstungen, also nicht nur so wie du mit den Deko-Rüstungen wie im World, sondern wirklich mal alle Rüstungen bauen. Ja, kannst du machen auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich bei dem Jagdhorn jedes Jagdhorn mal bauen, ne? Den letzten Baum halt. Das werde ich aber nur bei Jagdhorn machen. Weil irgendwann ist auch der Punkt, irgendwann weiß man nicht mehr, wohin mit dem Geld, ne? Ja, das kommt später, das stimmt. Das hatte ich ja in World dann auch, ne? Ich nie. Wenn du deine ganzen Ausrüstungen hast und so, dann farmst du ja nur noch.
quasi, also wenn du farmst, Sachen farmst und Leuten hilfst oder Sachen ausprobierst mit deinen Waffen, farmst du ja indirekt das Geld. Sandora schrieb, soll ich die Rüstung sagen? Kannst du auch machen, ja. Ja, aber das wäre so meine grobe Idee, dass ich jetzt die nächsten Tage, Wochen, je nachdem wie lange das dauert, ne, dann nehme ich mir Zeit. Dann machen wir das hier alles nach und nach mal fertig. Die Quests fertig, nebenbei halt Jagdhörner und ich suche mir mal dann so ein eigenes Bild raus, quasi, also was ich haben will für Fähigkeiten beim Jagdhorn. Wenn wir das fertig haben, dann mache ich mich an die Glewe und dann gucke ich mir bei der Glewe, Insektenglewe mal an, was für Wechselkünste drin sind. Baue mal so ein Anfangsset quasi aus den Materialien, die ich da noch übrig habe. Ne? Schauen wir mal, was bei der Glewe so existiert. Also da fangen wir sofort an, weil ich ja ein bisschen Erfahrung habe, schon mal ein Set zu bauen. Ne? Da werde ich nicht irgendwie, ja, alles Rathalos-Rüstung hier nehmen. Könnte ich theoretisch machen zum Einüben, ne? Weil die verkaufe ich ja nicht, die Rathalos-High-Rank-Rüstung, die behalte ich ja. Und da wäre halt die Idee, dann schon mal bei der Glewe dann zu schauen, was ich dann so nehmen kann. Und wie die Wechselkünste so sind. Und dann einfach mal einspielen, ne? Dann auch noch ein Kinsack suchen, was ganz gut ist. Aber das geht ja alles. Mal gucken, was ich noch so an Waffen ausprobieren werde später. Erstmal bleibe ich aber bei der Energieklinge. Schädelhelm, Nagerbrust, anderen Arm und Hüfte und Gussbein. Alles klar. Danke dir. Und da müssen wir auch noch mal gucken, was das nette Camellios uns bringt, ne? Mhm. Das stimmt. Das kommt ja dann auch noch im Laufe des Monats jetzt. Der ist ja ein neuer Monat mittlerweile. Und dann geht's und dann heißt es dann nach der Jagdgang in den Höhen wieder, ne? Na. Ich hätte echt gedacht, dass heute vom Monster da so ein Tweet kommt oder so eine Info kommt. Ja, G-Rank kommt morgen. Und dann April, April. Oder andersrum. Dass sie sagen, nö, der G-Rank kommt nicht. Und nicht April, April. Sonst sollte sich da mega aufregen, weil sie nie raffen, dass der 1. April ist. Oh, da unten. Oh Gott, was ist denn hier alles wieder unterwegs? Ich schlamm Fritz als Nachbar. Jetzt bist du groß. Bist du echt so groß? Kommt mir jedenfalls gerade so vor. Okay. Der wird wirklich ein bisschen gigantisch. Ja, warum? Komm, warum? Haha, erwischt. Was hast du seinen? Ja, Feuerball. Seine eigenen Team gegeben. Sehr gut. Na, könnte das vielleicht eine Silberkrone werden? Das Spiel geht ja auch wieder los. Ja, von Rathalos haben wir ja heute das größte Exemplar oder ein großes Exemplar. Weißt du, dass ich irgendwo schon eine kleine Krone hatte? Da hat schon ein paar mehr. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich habe da auch schon eine Weile nicht mehr reingeschaut, aber mir ist wieder aufgefallen, dass ich da eine schon hatte. Machen wir mal kurz in Sicherheit. Ich kann die Krone anstecken. Sonst wäre gleich wieder auf.
Oh, umgefallen. Sehr gut. Betäubt? Ja. Konnte ich nicht direkt sehen, hier war ein Baum im Weg. Mina, er kommt zu dir. Nee, der ist vorbeigelaufen. Nee. 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 So, und Sando meint noch, ich würde als Talisman Schwäche Vorteil nehmen, wenn du es mal bekommst. Ich brauche den Talisman eigentlich für jedes Set. Ja, wahrscheinlich werde ich das auch tun. Ich werde mal gucken. Ich bin halt hatte ich heute, ja. Na komm, Feuerball, bitte. Wobei, ich könnte ja eigentlich jederzeit kontern. Ist das? Und war ein Konter, wo ich keinen Schaden nehme. Ja, und das kontert mich auch nur ein Ziegenkäfer. So, dann baue ich jetzt auch mal mit. Mir ist halt gerade durch das Tor gebackt. Ich hab mich gefragt, wo ist der hingeflogen? Aue! Das Schöne an der Energieklinge ist, jede Stelle ist optimal zum Angreifen. Ob der Kopf, der Schweif ist, irgendwas kann man immer Schaden anrichten. Das ist jetzt gelähmt. Keine Ahnung. Das ist meine Katze wahrscheinlich, ne? War so ein Pulver. Ja, weil die Katze hat das, was Pfaffs Katze heute auch hatte, dieses nimmt die Lebewesen aus der Umgebung und beschweißt das Monster damit und das ist immer pro Lebewesen unterschiedlicher Effekt. Ja, hat wahrscheinlich so einen Lähmkäfer genommen oder so. Kommt mir ein bisschen laufen irgendwie total langsam vor. Du musst mal auf dein Gewicht achten von der Rüstung. Vielleicht trägst du zu schwere Rüstung. Das ist bei den Jägern scheißegal. Die sind auch halt extreme Muskelpakete und können alles tragen und damit sprinten wie sonst was. Okay. Ich irgendwann mehrere Meter vor mir, aber ja, es ist so lächerlich. Zum Glück habe ich zwei gelbe Pfeile. Ja, tot.
Oh Gott, lass mich hier nicht alleine mit dem Vieh. Ja, das war gerade ungünstig. Ich hab falsch. Kommt noch jemand zu dir, ne? Pass auf. Ich hab falsch angegriffen. Ich hab einen Luftangriff. Ich hab einen Luftangriff gemacht gerade und er hat mich da rausgesniped. Dann lag ich auf dem Boden, dachte mir so, na gut, dann kann ich jetzt zur Seite rollen und genau dahin, wo ich hingerollt bin, ist er hingesprungen und hat mich dann getötet. Hab halt gedacht, ich kann da noch ausweichen. Oh shit, oh shit! Na, es war dumm von uns allen an den Stellen. Es war einfach ungünstig an der einen Stelle, da konnte ich nichts mehr machen. Naja, dann nochmal. Moment. So. Mit O. Dann nochmal. Glaube ich, sammle ein paar Irrwitze diesmal. Ich hole mir kurz was zu trinken, aber du kannst schon mal starten. Vielleicht eine Spinne noch unterwegs einsammeln oder sowas. Wenn kritischer Blick, Drachenangriff und Versuche. So. Da bin ich wieder. Baby. Ach, ich habe mir heute erstmal den neuen One Punch Man Manga gekauft, der rauskam. Band 22. One Punch. Oder was? Genau. Genau so.
Ich bin in so 2 Stunden da. Okay. Das war mal so, ne? Das sind ja keine 15 Minuten, die wir hier haben. Welche von den komischen Blüten? Ach, das war nur 4 eigentlich. Ich bin mit lauter Standard auf U3 jetzt. Weil ich hab, glaube ich, das defensive Zeit drin. Weil ich hätte gerne eins, was halt defensiv und Angriff hochhaut. Und mir aus dafür halt Leben und Ausdauer ein bisschen runter macht. Nein. Das ist entweder Angriff oder Defensiv. Ja. Und jetzt? Ja, bin ich Kacker. Ach so. Wenn du beide machst, ich auch bald. Hä? Warum? Keine Ahnung, einfach nur so. Ach so, ja, cool, das ist ja nett von dir. Ich weiß, du mich einfach nett. Grundlos hatest. Naja, ah ne, du machst schlechte Bordwitze. Du bist so Leute wie die Sazer mit auf Jagden, mich. Selber schuld. Also ich finde es vernünftig häufiger, wenn ich mit Mother-Kinder umgehe. Was? Du bist bestimmt auch nicht häufiger unterwegs mit Mother-Kinder. Da sagt er nichts mehr. Ja. Martox hat ja den Vorteil, wenn er beide kommen und beide die Jugendkarte hat, kann er das ja überprüfen, mit wem er häufiger unterwegs war. Ich glaube mit mir als mit dir. Aber das hat jetzt hier nicht zu. Ne? So ein Wettbewerb jetzt? So ein Martox-Wettbewerb? Wen hat Martox lieber? Hey, das ist schon seither so. Das ist ja auch in Final Fantasy so. Alle prügeln sich um Martox. Ja. Aber warum? Keine Ahnung. Ich bin doch bloß ein Typ. Weil man gerne mit dir spielt. Aber ich bin ein Typ, den man ersetzen kann. Gibt bestimmt auch andere Leute, mit denen man gerne spielt. Ja. Also ja schon, da gibt's schon ein paar, aber. Ja schon, naja, eigentlich hast du recht, ciao Thomas. Aber es ist halt hier immer noch ein bisschen was anderes als halt zum Beispiel, ne? Also, das ist mir bei Final Fantasy halt extrem aufgefallen, dass viele irgendwie immer einen extremen Fokus auf dich haben. Na, aber ich hab mir das nicht ausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Nö, das ist halt wegen deiner Art. Weil ich so cool bin, bestimmt. Ja, weil du halt sehr unkompliziert bist, ne? Danke. Das ist echt nett, also wirklich jetzt danke, weil ich hätte echt gedacht, und man sich halt anstrengend ist mit mir, manchmal. Ja, manchmal, ne, mit deinem Wortwitz. Ja, das meine ich ja. Genau das meine ich. Das geht noch. Hallo? Da holt er mich hier oben auf den Berg und haut mich runter. Der kam aus dem Nichts, ne? Angesprungen. Naja, der ist weggelaufen vor mir.
Und dann dachte er sich so, oh, da vorne. Da ist Mina. Den greife ich jetzt an. Denn für mich ist Martox kompliziert, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und dann hat er sich angegriffen. Naja, wo waren wir? Weil man sich halt auch auf dich verlassen kann halt, ne? Und dann, das macht halt viel aus. Oh, danke schön. Aber das nehme ich jetzt alles zurück, weil du eigentlich kacke bist. Ja. Das wären Eigenschaften, die ich dir zusprechen würde, wenn du mal so wärst, aber bist du nicht. Ciao. Warum? Wow. Ich wurde auch von hochgeschleudert. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber ich bin doch mitten rein. Ich bin doch gerade jetzt angekommen, was hast du denn? Lass mich in Ruhe! Da. Das sieht man nicht mehr. Hip-Hop! Nice, du. Und an den Kopf. Und Bams. Komm, Sasa, betäuben wir ihn. Los. Das ist nicht betäuben, Sasa. Das ist betäuben. Sehr gut, Sasa. Wollte was sagen. Kann ich nicht dafür, wenn er wegrollt. Nee, ich möchte gern ihn fallen. Naja, sein Fake. Ein Fake fallen, ja. Na toll, jetzt hab ich ihn wütend gemacht. Immer wieder gern. Lass mich in Ruhe. Aue! Lass Mina nicht in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Lass mich in Ruhe. Wieso hört das auf Mina? Mountbar machen, schnell! Weil ich fast tot war. Hat nicht funktioniert. Ach. Paralysiert. Ich hab was in der Nähe nicht wirklich. Ich hab ja die Spinne mit. Das kann auch immer ganz gut nach links, rechts springen und dann hinter mir landen und plötzlich mit so einem Schweifschlag treffen. Ich will weg hier. Und? Oh, das ist ein Schlapp. Oh, da liegt ein Süßes. Oh, ich hatte doch meine Waffe draußen, Mann. Nein, ich sehe ihn nicht. Weg. Mann, oh! Mann. Ich heile euch. Oh. So, jetzt bräuchte ich noch einen Wald, dass hier jemand reinfliegt. Und sein Sturz. Nicht. Mit seinen Sturz fliegen. Ich glaube, der ist ein bisschen auf mich fokussiert, kann das sein? Ein bisschen.
Der hat eben schon mal fokussiert hier, also. Nur ein kleines Spielchen. Der raped die Wand da völlig, ne? Weil ich da dahinter stehe. Das Hund liegt bei mir ein bisschen. Portet sich. Ist dein Internet wieder am abkacken? Meins? Nö, seins. Ist das supportet sich bei mir. Hey? In so kleinen Abschnitten. So, also, hast du schon wieder deine Teleportfunktion eingesetzt? Wir haben darüber gesprochen. Es tut mir leid, ich übe noch daran, weitere Längestrecken zu teleportieren. Wann spielen wir eigentlich mal wieder Smash? Wir müssen immer noch Viere ausprobieren. Also ich hab frei oder Notfall. Ich auch. Ja, ich hab Termine leider, sorry, ciao. Oh, Matos hat sie nicht. Nein, können wir nicht machen. Warum? Matos muss sie sich nicht holen. Ja, ich hab mir... Honigkeks fragt, macht jemand für mich die Apex-Randale alleine? Hab keinen Bock. Ja. Nicht zu zweit? Oder zu viert? Holst du mich ab von meinem Standort hier, dann mach ich so. Das ist doch die Innenstädte oder welche Apex? Hier gegen Zoros, glaube ich, ne? Ja, können wir doch gleich mitmachen. Die einzige Story war die mit Zoros, ja. Ne, sie meint die Story, die du alleine machen musst, diese... Dorf-Apex. Ja, aber da war doch Arthur gar nicht als Apex. Der kam nur in der Städte. Echt? Ich weiß gar nicht mehr, welche im Dorf waren, zu lange her. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Weil sie schreibt auch nur, ja, die Story allein, schreibt sie gerade. Weil die... Eigentlich, der Städte ist ja jetzt hier eigentlich eine Story. Also das kann man auch nicht auseinanderhalten, was jetzt nicht Story ist, ne? Ja, eben. Weil die einzige, Pass bloß auf, beim letzten Mal hat er mich mit dem Team mitgenommen. Revierkampf! Digga, ja, warum hängen die da in der Luft? Ja, weil das ist ja das, was Kraft zu dir sagte. Das sieht mega weird aus, wenn er gegen Aknosom kämpft. Bei Magna Malo bei jedem Flugwyvern diese Animation halt hat und das sieht mega strange aus, er krallt sich halt fest und währenddessen fliegt das andere so hin und her und da Aknosom so klein ist, fliegt es halt größere Abstände und deswegen sieht das so mega komisch aus. Also ich bestört's nicht, ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen cool. Ja, aber das ist unlogisch von der physikalischen Kraft des Aknosoms. Papalapap. Es ist ja so, als wenn Charlie dich so rumfliegt, so, ja Charlie, ich geh jetzt einkaufen, auf zum Rewe und Charlie so, jeep, und bringt mir das mit zum Rewe. Das ist halt größenmäßig ja noch komplett unterschiedlich. Ja, ich weiß. Aber, oder als wenn Julia dich wegträgt, Puckepack oder so, durch die Stadt. Ja, das schafft Julia. Ja, das sieht komisch aus. Ja, klar, aber Julia schafft das ja trotzdem. Vielleicht sieht es halt komisch aus, aber trotzdem kannst du ja das aktuell so schaffen. Hm, du kannst reiten. Ameisen können auch das, Weißt du was, wenn du hier weiter mit mir diskutierst, reite ich jetzt eben weg, tschüss. Ja, den tschüss, ich bin immer noch da. Ist das keine Wand hier? Cool. Ich dachte eigentlich, dass dieser Berg... Das ist dann keine Wand, oder? Ich dachte, dass dieser schöne Berg da mit den schönen Bambussprossen eine Wand ist, aber scheinbar zählt das nicht als Mauer. Hätte es mal ins Haus lenken sollen. Einmal mit Hätte ich machen sollen, ja, hätte ich das gewusst. Hätte Fahrradkette. Ach, dann, weil da eine Höhle ist, das hat man gar nicht gesehen. Martin hat gesagt, das ist eine Höhle, deswegen fehlt das nicht als Wand. Ja, wahrscheinlich. Hilfe! Ah! Hier! Was hat er geworfen? Einer der Kills ist offen drin. Nee, ich komm zu den Hörner, ne? Ich weiß es nicht. Ja doch, das ist gebrochen auch. Nee, ist ein Schwanz. Lass mich in Ruhe, muss ich heilen.
Mina, hui! Alle Mina, hoch! Stimmt ja gar nicht! Stimmt ja wohl! Oh oh! Weg hier! Ich hab's erwischt, Leute! Aber Chris ist geheilt, ja? Gerade so, ja. Er dreht seine extra Runden. Vergesst den Schwanz nicht zu looten. Ist das ein dummes Wesen. Ich hoffe, dass ich die Platte bekomme. Weil sonst müssen wir das nochmal machen. Okay, ich. Das war nicht wahr. In der Zeit warte ich, bis Honigkeks hierher kommt, damit ich ihr die Quest mal machen kann. Ne? Weil das Arbeits. Azuras haben wir doch auch mit Shadow gemacht. Beim ersten Mal. Wo es da so durchgestimmt ist, wo du uns nichts gesagt hast. Stimmt. Jo, hier sind ja auch die ganzen Items. Was für ein Ding hier? Wieso, komm mal her. Bist du denn dich jetzt mit Wieso? Wieso? Dann sollen wir wieder die CDU fertig machen. Denn wir haben das mal wieder nötig. Wir haben uns den Namen verloren. Hilfe. Hilfe. So, und bin ich schon. In Ruhe. Wer man das abdecken kann mit Blocken. Ha, ha, hi, ha, ha. Er lacht uns aus, der Vocal-Sänger-Typ da. Die Vocals, mit dem meine ich, die lachen uns aus so. Okay. Du stirbst, ha, ha, ho, hi, hi. Ha, ho, ha, hi, hi. Wann das jetzt geklingt? Ja, einer. Okay. Extra attack. Bam 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 bam. Wo oh, seine Hörner, also seine nicht Hörner, sondern Fangzähne sind komplett kaputt. Man kann es fangen oder töten? Wo such du aus, ich hab alles dabei. Du wolltest doch Platte haben, da ist doch bestimmt wieder fangen besser, oder? Bestimmt, ja. Ja, guck nach. Ja, ich guck nach. Nein, ich guck nach. So. Ich warte, bis ihr fertig seid. Oh, hi Ray. Steht hier gar nicht. Also ich habe die noch nicht bekommen auf High Rank, deswegen. Guck mal nach, guck du mal nach, ob man die überhaupt auf High Rank bekommt. Ja, bekommt man auf High Rank.
Also, was ich noch gar nicht bekommen hatte. Wie viel Prozent hat die? Magna Malo, wo ist er? Oh Gott, wieso ist Rathalos hier? Da ist Magna Malo, der hat im High Rank eine Chance von. Fang ich gerade ein bisschen schwierig. Überall 5%. 5% für Ziel, für Fangen, für Teile, für Zerlegen. Und 3% für Boden, wenn er auf dem Boden was droppt. Ja, dann fang ich ihn. Obwohl du hast 5 gesagt, ne? Ja. Weil da glaube ich den zu legen doch besser. Deine Falle ist hier bei mir. Weil ja. Magna Malo liegt hier. Er ist ja nochmal so umgekehrt, ja, deswegen. Ich wollte sagen, er hat sich nochmal im Schlaf gedreht. Unruhiger Schlaf, der Junge. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Sasa. Deine Ausreden gefallen mir langsam nicht mehr. Das habe ich doch auch gesagt. Ja. Wenn du denkt euch einfach nur Ausreden aus. Wir dürfen nochmal. Cool. Ja, aber jetzt haben wir schon mal eine von den Quests erledigt. Aber wenn die Platte halt auch so eine geringe Chance hat, Die Platte müsste ja noch höhere Chance haben. Es müsste ja auch einen seltenen Gegenstand auf die Platte geben. Malox meint nein.